In dieses Video werde ich erklären die Funktion vom Heckspoiler am Auto. Ich habe hier jetzt das Heck vom Auto gezeichnet und hier ist ein Heckspoiler. Ich habe jetzt einen Heckspoiler ein bisschen weit nach hinten gesetzt, übertrieben nach hinten, dass ich das besser erklären kann. Und zwar, wie der Heckspoiler funktioniert, ist so, die Luft, ich mache es mal in eine andere Farbe zuerst mal. Die Luft kommt dann hier übers Auto und dann geht auf den Heckspoiler. Funktion vom Heckspoiler ist, er nimmt die Luft und schiebt sie dann auch wieder weg. Und seine Funktion ist, das Auto auf den Boden zu pressen. Er erzeugt Abtrieb oder sogenanntes Downforce. Jetzt, wie dieser Abtrieb funktioniert, ist so, wenn man den Spoiler von der Seite sieht, gerade dieser Abschnitt hier, wenn man den von der Seite anschaut, ist es eigentlich ein umgedrehter Flügel. Sieht ungefähr so aus. Okay? Und wie das so geht, oder wie dieser umgedrehte Flügel funktioniert, ist folgendermaßen. Die Luft kommt hierher und sobald sie diesen Spoiler trifft, spaltet sich die Luft in zwei Teile. Ein Teil des Luftstroms geht über dem Spoiler und der andere Teil unterm Spoiler. Jetzt, diese Länge hier, die Unterseite vom Spoiler, ist länger als diese Seite. Und deswegen, diese Luft hier muss eigentlich schneller fließen, um diesen Punkt wieder zu erreichen. Die Luft ist so, sie spaltet sich im gleichen Moment und trifft sich wieder im gleichen Moment hierher. So, damit sich beide Luftteile hier an dem Punkt wieder treffen, gleichzeitig, müssen die Teile, die unten gehen, viel schneller fließen. Das heißt, hier die Geschwindigkeit hier, also nehmen wir mal unten, ist viel größer als die Geschwindigkeit oben. Und diese Geschwindigkeitsunterschied erzeugt diesen Druckunterschied. Deswegen hier der Druck hier unten, also Druck unten, ist kleiner als Druck oben. Okay? Und dieser Unterschied an Druck presst oder erzeugt diesen Downforce und presst den Flügel und somit quasi das Fahrzeug nach unten. Ja, so funktionieren Flügel. Beim Flugzeug ist es andersrum. Ein Flugzeugflügel sieht so aus, da ist die längere Seite vom Flügel oben. Ja, das ist jetzt schlecht. Ein Flugzeugflügel wird so ausschauen. Ungefähr. Und da ist die längere Seite ist jetzt oben und die kürzere unten und somit beim Flugzeug erzeugt dieser Flügel diesen Lift oder Auftrieb. Ja, und somit hebt das Flugzeug hoch. Und bei den Autos, auch bei Rennautos, ist es gerade das Umgekehrte. Dieser Flügel wird umgedreht und erzeugt Abtrieb. Und dieser Abtrieb kommt durch diese unterschiedliche Geschwindigkeit, durch die unterschiedlichen Längen und somit auch diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten erzeugen diese Druckunterschiede und diese Druckunterschiede sind quasi oder erzeugen quasi diesen Abtrieb. Jetzt bei Heckspoiler ist so wichtig ist aber, dass ein Heckspoiler richtig funktioniert, er braucht saubere Luft. Saubere Luft heißt nicht, also keine Mikroben drin, sondern keine Turbulenzen. Jetzt die meisten Heckspoiler an normalen PKWs, die kriegen viel Turbulenzen, weil hier die ganze Passagierkabine, die erzeugt ja viel Turbulenzen. Das ist ja wie ein Klotz, der in die Luft ein Loch macht und die Luft probiert sich wieder hier nach diesem Klotz wieder zu treffen und das erzeugt viele Turbulenzen. Und diese Turbulenzen, wenn sie auf den Spoiler oder auf diesen Flügel kommen, funktionieren dann nicht richtig. Deswegen, ein Flügel braucht schöne, gerade, ungestörte Luft. Und deswegen ideal wäre, wenn man den Spoiler hier oben montiert, aufs Dach. Und man sieht zum Beispiel, viele Rallye-Autos oder so haben den Spoiler auf dem Dach, weil hier oben ist nichts, was die Luft stört. Und dann hat man schöne, ungestörte Luft, die auch dann viel Abtrieb erzeugt. Hier unten hat man viel zu viel Störungen. Und deswegen, was man macht, man probiert den Spoiler, jetzt habe ich hier übertrieben, so weit nach hinten wie möglich, weil dann haben sich diese Turbulenzen beruhigt und dann hat der Flügel eigenermaßen ruhige Luft, mit der er dann arbeiten kann und quasi Abtrieb erzeugen kann.